Zum Winterende, Frühlingsanfang ist genau der richtige Zeitpunkt, wo die Hortensien zurückgeschnitten werden. Und genau darum soll es heute gehen. Also bitte bleibt dran. Ja, bevor ich mich hier auf die Bauernhortensie stürze, kleine Erinnerung, ein kleiner Klick für euch hier unten auf das Gardify-Logo klicken und unseren Kanal abonnieren. Dann wird unsere Community größer und größer. Das würde mich sehr freuen. Es sind schon viele, viele tolle Leute zusammengekommen und wir diskutieren auch immer fleißig über Gartenprobleme unter unseren Filmen. Es macht richtig viel Spaß. Also ich freue mich, wenn ihr auch dabei seid und den Kanal abonniert. Und jetzt geht es um die Hortensien. Also wir haben jetzt Winterende. Und das ist der Moment, wo man diese trockenen Blüten, die den Winter über hier oben drauf geblieben sind, abschneidet. Wo schneidet man ab? Man guckt sich den Strauch mal an. Man sieht hier schon den neuen Austrieb. Ne? Hier sind ja die grünen neuen Knospen schon. Und darüber kann man jetzt wunderbar abschneiden. Es ist übrigens so, dass ihr euer Schnittwerkzeug immer mal wieder, das ist jetzt nur ein genereller Tipp, auch mal desinfiziert. Ist kein Quatsch, soll man auch mit Gartenwerkzeug machen. Das ist jetzt normales Desinfektionsmittel, irgendein Alkohol. Aber der Alkohol, der löst auch die ganzen Pflanzenharze an, die eh auf den Schneiden mit der Zeit kleben bleiben. Und es gibt eine ganze Menge Pilze, Bakterien, Viren, Sporen, die übertragen werden, immer von Pflanze zu Pflanze. Also bei uns in der Baumschule wird dann immer regelmäßig das Schnittwerkzeug auch sauber gemacht. Das nur als Erinnerung. Wenn man jetzt im Garten, gerade im Frühjahr, bei den Schnittarbeiten ist. Ja, was wir hier haben, ist eine klassische Bauernhortensie. Bauernhortensien heißen botanisch Hydrangea macrophylla. Man könnte das übersetzen mit die Wassertrinkerin mit den großen Blättern. Hortensien mögen einen humosen Boden, also relativ viel Humus sollte im Boden sein. Es sind ja im Prinzip so Waldrandpflanzen. Und bei diesen, das sind jetzt schon ältere Sträucher hier von einem alten Bauernhaus, da sieht man im Sommer, wenn sie dann blühen, dass sie richtig schöne tiefblaue, ja nicht tiefblau, aber so richtig leuchtend blaue Blüten entwickeln. Dieses Blau entsteht nur, wenn der Boden sauer ist. Also wir haben hier das Glück eines sauren Bodens. Man kann auch bei Böden, die nicht so sauer sind, mit gewissen Salzen, Düngesalzen, den Boden so ansäuern, dass die Blütenfarbe ins Blaue geht. Auch bei den rosanen Formen muss man wissen, ob das wirklich gewollt ist, ob das nötig ist. Ansonsten finde ich immer, wenn der Standort nun mal so ist und man eine natürliche andere Bodenzusammensetzung hat, dann kann man ja auch mit den rosafarbenen Formen gut leben. So, bei so alten Sträuchern ist natürlich Folgendes, wenn man die immer wieder zurückschneidet, entstehen solche Quirle. Hier ist so ein Fall, beziehungsweise das ist sowieso ein offensichtlich ganz alter Trieb, dieser hier. Da ist zwar hier noch ein Leben da dran, aber den würde ich jetzt einfach mal ganz tief rausnehmen. Auch das wird bei dieser Gelegenheit gemacht. Ah ne, der war ganz tot eigentlich. Ne? Damit kann man die Sträucher auch verjüngen. Eine weitere Gruppe sind die Tellerhortensien. Die haben dann praktisch einen Blütenteller. Das sind jetzt auch die alten Blütenstände. Da sind nur die Randblüten von der praktisch von dem ganzen tellerartigen Blütenstand mit diesen Hochblättern ausgestattet. Und in der Mitte gibt es dann die kleinen normalen Blüten. Auch da werden die Blütenstände nur abgeschnitten und es wird nicht tief runtergeschnitten. Tellerhortensien sind entweder eine eigene Art, Hydrangea serrata, oder es sind Hybriden, also Kreuzungen mit den Bauernhortensien, also mit der Macrophylla-Art, Hydrangea macrophylla, die dann praktisch Teller entwickelt haben. Auch hier lassen wir schön unterhalb der Blütenstände die neuen Knospen stehen. Da werden jetzt praktisch die neuen Blüten für dieses Jahr
entstehen. Das ist sehr einfach, diese Schnitttechnik. Man kann ja genau sehen, wo man schneiden muss. Also es gibt ja kaum aufgeräumteres Wuchsbild als bei einer Hortensie. Die machen einfach immer nur, wenn in der Mitte geschnitten wurde, bleibt hier so ein praktisch ein Zapfen stehen und dann verzweigen sie sich. Und hier werden sie sich auch verzweigen. Und da verzweigen sie sich auch. Also immer eine ganz einfache Verzweigung. Denkt bei Hortensien immer daran, alles, was für Rhododendren gut ist, ist auch für Hortensien gut. Also die mögen sauren Boden, die mögen Rhododendren-Dünger, die mögen Rhododendren-Erde. Dann geht es denen gut. Es sind so typische Waldpflanzen. Humosenboden, sehr gut. Es gibt übrigens in Europa ein Urlaubsziel, das sind die Azoren. Dort ist außergewöhnlich gutes Klima für Hortensien, die ja aus Nordamerika oder aus Asien stammen eigentlich. Und auf den Azoren haben sich Hortensien wirklich wie Unkraut vermehrt, sodass dort rechts und links am Straßenrand im Prinzip wunderschöne blaue Hortensienbüsche stehen. Und die müssen wirklich mehrfach im Monat im Sommer mit dem Freischneider freigeschnitten werden, weil die so irre wachsen. Natürlich kann man bei dieser Schnittaktion jetzt entscheiden, wie tief man auch runtergeht. Es ist klar, wenn ihr einen Strauch wieder tiefer bringen wollt mit der Blütenpracht, dann könnte man auch auf solche Knospen gehen, die etwas tiefer ausgetrieben sind. Ne? Alles, was jetzt hier zum Beispiel auch abgeknickt ist durch Winterstürme oder vielleicht auch durch Tiere oder was auch immer, das wird jetzt natürlich auch entfernt. Also das ist generell immer wichtig im Garten, wenn man Gehölzschnitt macht, dass man schaut, gibt es totes Holz, gibt es krankes Holz, gibt es irgendwo vielleicht Pilzbefall, den man rausschneiden muss. Das ist der Moment im Jahr, wo man seine Sträucher auch ein bisschen näher unter die Lupe nimmt. Und ja, das Winterende ist auch deshalb gut, weil man auf einmal Überblick hat über das ganze Gewirr und ein bisschen Ordnung schaffen kann. Da sieht das schon wieder wunderbar aus. So, und hier an dieser Stelle haben wir ein Exemplar, das ist schon älter. Da sehen wir schon dieses alte Holz und hier haben wir schöne, kräftige, neue Triebe. Das ist ein Moment, wo man eine Hortensie auch durchaus mal verjüngen kann. Dann werden diese alten tief rausgeschnitten. Und dadurch den neuen Trieben richtig Platz eingeräumt und die können dann auch durchwachsen. Wer sowas macht, der hat auf jeden Fall länger was von seinen Hortensiensträuchern. Und das hier sind auch welche, die schon richtig alt sind. Hier ist jetzt der Fall, die enden in einer Spitze. Man könnte jetzt auch hingehen und die kappen, damit hier noch mal eine Verzweigung entsteht, damit ein gleichmäßigeres Bild mit mehr Blüten produziert wird. Da ist auch noch ein alter und damit haben wir sie ein bisschen verjüngt. So, und hier haben wir in diesem Garten auch noch eine Rispenhortensie. Und bei denen werden eigentlich auch nur die oberen Blütenbälle abgeschnitten. Jetzt kann man entscheiden, ob man noch ein Stückchen tiefer gehen möchte, damit sie sich etwas mehr verzweigt. Aber wesentlich tiefer wird nicht geschnitten. Bei unserer Hortensien-Schnittreise heute haben wir eine Gruppe nicht hier im Garten gehabt und das sind die Schneeballhortensien. Da gibt es ja die ganz bekannte Sorte Annabelle beispielsweise. Auf Gardify werdet ihr sie auf jeden Fall finden. Wenn ihr die im Garten habt, die Annabelle, dann kann ich nur sagen, die wird am einjährigen Holz blühen und kommt von unten hoch. Also da werdet ihr jetzt zum Winterende gut dran tun, die tief runter zu schneiden. Also unten so
zwei, drei Knospen stehen lassen an den Stängeln. Und dann treibt sie wieder wunderbar neu aus. Also das waren unsere Tipps zu den Hortensien. Der richtige Schnitt zum Winterende. Ich freue mich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das könnt ihr hier machen. Da oben gibt es das nächste Video. Aber bitte den Kanal abonnieren. Community soll größer werden. Und hier unten gibt es die Gardify-App, wo diese ganzen Tipps hier drinstehen, passend zu den Pflanzen. Es gibt fast 7000 Pflanzen da drin. Ihr könnt euch eure Pflanzensammlung selbst zusammenstellen. Und dann habt ihr den individuellen Gartenratgeber. Und in der Plus-Version könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen. Das ist doch schön. Also, ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Ciao, ciao.